So. Baseballschläger, schwache Nadelhammer. Modifizieren können wir noch nichts, upgraden können wir auch noch nichts, oder? Du hast keine Baupläne. Upgraden. Kann man den upgraden schon? Ach, man muss dann zahlen 90 und kann dann... Ah, okay. Nett, nett. Hallo? Wer spricht da? Das Institut ist im Badezimmer auf dem Weg. Ich brauche es schnell. Okay. Also irgendjemand redet hier mit uns, dass er etwas braucht aus dem Badezimmer. Ah, hier kann man Türen auch wieder zumachen. Hier haben wir noch Tauchermesser. Gut, er ist jetzt nicht der Messerexperte, das weiß ich. Irgendeiner braucht irgendwas aus irgendeinem Zimmer. Und wir werden dann mal gucken, ob wir was finden können. Achso, ja, das ist war die Werkbank. So, hier geht's hinten rum raus. Hier ist das Auto mit den Zombies, die wir da zerlegt haben. Nett. Ja, das hier zeigt uns auch die Workbench sozusagen auf unserer Karte an. Ach nö, du willst doch nicht wieder aufstehen, oder? Bleib doch einfach liegen! What the hell is this? Besenstiel. Ist der tot? Ja, sieht so aus. Halte rechte Maustaste gedrückt oben. Ach, man kann auch Sachen werfen. Ja, verstehe, verstehe. Ich hab's. Werfen, werfen. Ja, ja, gut. Gucken wir mal rein, wieder in unsere netten Umkleidekabinen. Oh, das sieht aber... Eigenbaumesser. Hm. Ja, warum nicht? Ein Energy Drink. Was haben wir noch? Ein Snack. Na gut, wir haben ja volle Gesundheit aktuell. Oh, ich höre schon wieder ein Grunzen im Hintergrund. Ja. Gleich erwischt. Perfekt. Das war eher Zufall. Nein, wir sind ja so Pro. Wir haben das sofort erkannt und die Gelegenheit genutzt. Es ist immer, wenn die so da sitzen. Ja, was soll das denn? Bleib liegen. Für immer. Stay down. Was willst du denn? Hau ab. Die sah gar nicht so infiziert aus. Ist er hinüber? Okay, der ist hinüber. Und unser Besenstiel scheint auch wirklich nur noch als Wurfgeschoss tauglich zu sein. Bam! So, das sollte es gewesen sein. Man braucht hier wirklich jede Menge Waffen. Beziehungsweise Besenstiele und sonstiges. Die zerbrechen ja auch einfach so. So, kriegt gleich mal eine gepaddelt. Ah, zack. Hat sich hier verlustiert an einer Leiche. Wie man sehen kann. Ey, ich hab doch rechte Maustaste gedrückt. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Was? Ach so. Man muss dann immer... Ah. Linke, rechte. Jetzt geht er einfach weg. Links, rechts. So, jetzt. Ah.
Das muss einem doch einer sagen, dass man das so hintereinander wegmachen muss. Das hat uns natürlich etwas Gesundheit gekostet. Ah ja. Was haben wir hier? Eine Horde von Zombies. Ich glaube, ich gehe dann lieber mal rückwärts. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Oh, da steht auch einer. Badet seine Füße im warmen Wasser. Was? Choice? Ein Joystick, ja. Den kann ich dir geben. Was ist mit dir los? Gehst wieder zurück? Lässt dir die Chance auf Frischfleisch entgehen? So. Den hätten wir soweit niedergemacht. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Geld gefunden. Ziehen wir mal mit unserem schönen Rohr, was wir hier haben, weiter. Ah, nein, da ist noch einer. Warum stehen eigentlich die hier noch nicht? Ach doch, der steht auch auf. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt kriegst du eine von hinten mit dem Ruder. Ah. So, noch jemand? Will noch jemand? Braucht noch jemand? Schläge zu verkaufen, frische Schläge auf den Kopf oder auf sonstige andere Weichteile, je nachdem. Ihr könnt sie euch aussuchen. Frische Schläge, nur für dich, ein Schlag umsonst, zack. Und wenn du genug hast, dann hast du genug. Wer hat noch nicht, so rum. So. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich den Strand soweit ganz gut abgelaufen. Ich guck mal, kann man denn... Hau ab! Was ist das für eine Gear Stufe 2? Immer auf den Bauch drauf! So. Sollte gereicht haben. Puh. Wir müssen wahrscheinlich doch mal wieder einen Energy Drink oder sowas mitnehmen. Ich gehe dann auch mal da hoch. Da scheint ja dann wahrscheinlich die Rettungsschwimmerinsel zu sein. Wo kann ich denn eigentlich meine Dingens angucken? Meine Ziele? Ach hier, Quests. Quests. Die Verlorene. Chaos-Overtüre. Das haben wir schon fertig. Schlüssel zum Leben. Hier suchen wir Maggie. Hol die Rettungsschwimmerturm-Schlüsselkarte vom Bungalow. Missionsziel verfolgen. Ja. Huch. Oh. Ah, jetzt zeigt er uns auch einen Weg an. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob mir der Weg so gefällt. Hau einfach ab. Wer sich nicht benimmt, kriegt eine gepaddelt. Uah. Hau ab! Ekliges Vieh! Ah. Hat doch schon einen Kopf verbannt. Jetzt bleib liegen! Sowas. Aber auch schweres Brecheisen. Ah, der steht auch wieder auf. Jetzt bleib liegen. Mann. Können die nicht einfach tot bleiben? Aber dann wären es wahrscheinlich auch keine Zombies. Wenn sie einfach tot bleiben würden. Was? Erzählst du? So. Mal die Tür öffnen. Was haben wir da? Ah, ein bisschen Energie. Sehr schön. Und noch den Snack hinterher. Das sollte gereicht haben. Also an Waffen darf es einem hier sozusagen nicht mangeln. Große Batterie. Da kann man sicherlich irgendwas Elektrisches dann bauen. Erinnert mich auch so ein bisschen an so lustige Sachen, die man bei Fallout bauen konnte. Ist der tot? Ja, der ist tot. Du kannst schwere Objekte nach Feinden werfen, indem du die linke Maustaste drückst. Ja, das probieren wir gleich mal. Der ist tot, oder? Oh. Da hat
die Zielsicherheit leider nicht gereicht dafür. Jetzt bleibe liegen. Für immer. Und du auch. Warum haben die alle so einen Kopf verbannt? Ist hier irgendwo ein Krankenhaus in der Nähe? Ja, jetzt bleib da. Ich höre noch ein Grunzen. Ah, schweres, rostiges Rohr. Der ist tot. Die sind soweit auch tot. Der hier ist noch nicht tot. So, aber jetzt ist er tot. Ach so, nee, Energy Drink brauchen wir ja gar nicht. Wir nehmen nochmal dieses lustige Teil hier. Hier scheint es gesperrt zu sein, da kommen wir nicht lang. Wahrscheinlich suchen wir... Ah, Rescue Hub nach rechts. Oder meint er, zeigt er auf diese Treppe da? Ich glaube, er zeigt auf die Treppe, ne? Ja, wahrscheinlich. Der Wegweiser unten zeigte, wir sollen da gerade hochgehen. Also gehen wir mal gerade hoch. Wegweiser wird es schon wissen, wo wir lang müssen. Natürlich auch praktisch, wenn man so auf so einer Insel ist, einfach dann mal so einen Wegweiser unten zu haben, weil da weiß man schon genau, wo man hingehen muss. Also hat man ja im wahren Leben auch direkt dann so bei sich. Das ist wahrscheinlich so ein Handy mit Apps, um nicht die Marke direkt hier zu streuen. Ist der tot? Ah. Ja, fuck off. Man. Jetzt wollte ich dieses Teil nach ihm werfen, dann hat das auch nicht geklappt. Dann lassen wir es mal lieber liegen, das bringt einem ja nichts. So. Links nichts. Geradeaus nichts. Keine Zombies in Sicht. Oder? Sind wir in Sicherheit? Ich höre jedenfalls kein Grunzen. Kann man nicht so einen Stock auch mitnehmen? Nee. Wäre aber auch ein gutes Schlaginstrument. Wie so ein Schlagzeug. Schlaginstrument. Oder so. Keine Ahnung. Oh, hallo. Hast du dich denn verlaufen? Warte, ich zeig dir den Weg! So. Zeigt es uns eigentlich auch an, wenn wir eine Runde aufgestiegen sind? Zeigt es uns das dann? Wir sind ja Stufe 2. Können wir schon irgendwas verteilen? Makabere Inspiration. Also wir haben noch nicht genug Fähigkeitspunkte, oder? Wo sehe ich denn, wie viel ich noch brauche eigentlich? Spieler. Achso, da sehe ich nur mich, oder? Erfahrungspunkte 1516. Gut, da sehe ich die Erfahrungspunkte. Aber ich sehe nicht, wie viel ich noch brauche, um aufzusteigen wahrscheinlich, ne? Naja. Gut, werden wir schon noch rausfinden. Ich höre Schreie, glaube ich. Ah, da steht noch jemand. Hallo, schöne Frau. Ah. Ist das ein Tankini? Oh, ne, jetzt haben wir ihr Gesicht doch etwas verschandelt. Das tut mir dann doch ein wenig leid. Vielleicht, was passiert eigentlich, wenn man sich durch solche Horden von Zombies durchkämpft, die alle umbringen und am Ende stellt sich raus, man hätte ein Heilmittel finden können oder man hat ein Heilmittel gefunden. Was passiert denn dann? Ist man dann ein Mörder, weil man die alle umgebracht hat? Oder zählt das nicht, weil es Zombies waren? Ja, fünf. Hier hinten sehe ich so ein paar Erfahrungspunkte. Give me a choice here. Oder so ähnlich. Oh, da ist einer im Wasser. Die planschen gerade etwas, habe ich so... Ja, jetzt hau er ab. Ihr da, komm mal dran. Nur gucken, dass gerade keiner von hinten kommt. Ich will auch nicht in diesen Pool unbedingt reinspringen. So, das war's dann für dich. Das Wasser färbt sich gar nicht rot, oder?
So ein bisschen blutig. Hätte ich jetzt erwartet. Naja. Wir brauchen auch bald mal wieder ein paar Waffen zum Mitnehmen. Habe ich das Gefühl. Ah, ein Ball. Hey, komm Zombies, wir spielen ein bisschen Beachvolleyball. Zack, ab ins Wasser mit dir.